Nioka, Max, seid ihr bereit, den guten Leuten die guten Nachrichten zu überbringen? Und zwar, dass es jetzt weitergeht mit The Outer Worlds. Ja? Na, dann machen wir das. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir müssen quasi jetzt Quest abgeben. Das sind so unsere Hauptaufgaben momentan. Wir haben nämlich hier die Kehre zu euch zurück. Kleines Andenken ist somit fertig. Wir müssen mit Catherine Mellon reden. Wir können aber Blut und Tinte auch noch fertig machen. Also wir haben einiges zu tun. Die Frage ist, welche Stadt ist jetzt die nächste? Amber Heights. Dann werden wir uns nach Amber Heights einmal aufmachen. Dort mit Graham reden und mit Ash. Genau, und vielleicht finden wir... Okay. Vielleicht finden wir hier noch Hux wieder. Weil die haben wir ja gerettet. Vielleicht läuft die auch hier irgendwo rum und wir können noch mal ein bisschen mit ihr reden. Mein lieber Ash. I'm drinking here. Move yourself on. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Ich hab was für dich. Ich habe Lamonts Leiche gefunden. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Sie haben sich ein Ticket von dem Planeten runtergekauft und wurden angegriffen, als sie darauf gewartet haben, dass man sie abholt. Damn. Well, you find our box of memories? Jo, die Sache ist die, ich habe eine Mitgliederliste in dem Außenposten gefunden. Du stehst da gar nicht drauf. Well, ain't you clever. Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Ah ja, du... Du hast sie also im Stich gelassen. And their payment almost died with them. Thanks to you, I can afford another round. Cheers, hero. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past. Ah ja. Gut, das werde ich mal nicht weiter kommentieren. Sonst wird das hier sehr unschön. Huxley! Ah, hello. Good to see you again. Schön, dass du es geschafft hast. Ich habe dein Terminal gefunden und es repariert. In Milton's place? Oh my gosh. Thank you so much. Me and my diary have got some catching up to do. Du bist ja wieder angekommen. Das ist toll. Damn right. Ain't nothing in the wilderness can stop me. Except being locked up. Wie geht's dir? Well, on the way back, I twisted something in my leg, foot area. Where does my foot end and my leg begin? Wherever that is, it hurts. So, no runs for me for a little while. Time to kick back and relax. Wie hast du denn dein Bein verletzt? I did a dumb thing. I was trying to get away from a terror ray. Usually, you can just get away from their nest and they'll stop following you. But this one was really persistent. Chased me for... I don't know, forever. Scratched me up back good. I barely got away. Then I tripped over a void damn rock. A rock! Not even a slippery one. There's your iconoclast theory of chaos in action. Mister, I don't know what chaos is, but rocks ain't got theories. They're rocks. Wow, sie ist echt. Sie ist echt nicht die hellste. Wie lange bist du außer Gefecht? Till it stops hurting, I guess. Zora says I'll be fine in a month or so. Ein Monat, wow. Nur dein Bein dann, schätze ich. Nee, das kann sich nicht relaxen, ne? Hä? Huh? Why? Oh Gott. Es ist egal. Okay. Einfach nur okay. Nee, also. Tut mir leid, das zu hören. Man sieht sich. Gott, wie... Ignorance is a bliss. Wie kann man nur so... Naja, egal. Solange sie happy ist, ist alles gut. Solange sie happy ist. Ist denn unsere Zora jetzt hier? Nein. Schade. Mich würde auch mal interessieren, ob wir die Männer finden, die wir gerettet haben. Ob die hier irgendwo rumhängen.
Vielleicht sind die ja oben. Nö. Hey. Nice day, huh? The Monarch, anyway. Ja, es scheint die Sonne. If you'll just listen. No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Also, wenn es hier irgendwo Kampfschiffe gibt, dann haben sie mich nicht von der Landung abgehalten. They are armed all the same. All they need is a good reason, and war is one such reason. Okay, darüber streitet ihr, ob ihr gegen jemanden in den Krieg zieht. We're out of time. We need food and ammunition. We need to hit Stellar Bay while we still have the manpower to do it. Ihr wollt die Stadt also angreifen. Denen geht's aber nicht besser als euch. Doubtful. But we don't need much, and Sanjar isn't going to share. Ihr wollt sie wirklich angreifen? Yes, I know it's drastic, but it's clear that Sanjar will never cooperate. And if it's him or us, I choose us. Ich verstehe. Hör mal, ich war bei der Druckerpresse. Dort ist alles für euch bereit. Excellent. Did you find the Vanois? Yo. Sie sind auf dem Weg zurück. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Ich würde nicht wollen, dass ihr die Stadt angreift. Ich denke, da ist eine Kooperation möglich. Ich denke das wirklich. Wir haben eine neue Rüstung. Die Ikonoklasten-Apostelrüstung. Mhm. Sieht erstmal interessant aus. Ein schweres Outfit, das die Ikonoklasten zu schwerfälliger, aber höchst effektiver Schutzkleidung umfunktioniert haben. Rüstungswert gegen Schock ist 10. Nahkampffertigkeiten plus 10, Verteidigung plus 10, Tragekapazität plus 20. Die Rüstungselemente sind schon sehr schön, nur es ist ein Nahkampfteil, somit brauche ich das nicht. Nioka, I can smell you're having fun. Ich habe Fragen an dich. Alright. Was ist deine Geschichte? Before all this, I was a writer for MSI's product catalog. It was my purpose to spread awareness of Saltuna in its various forms. The certainty with which I spun among the other cogs in their machine stifled creativity and personal growth. Kann ich verstehen, den eigenen Kurs zu fliegen mag gefährlich sein, aber es ist eine Art von Freiheit und das stimmt, man sollte auch den eigenen Kurs finden. Auch wenn die Welt momentan auch alles daran setzt, das zu ermöglichen, verstehe ich nur zu gut. On that we agree. Ich hörte, wie einige Leute vom Amber Heights Massaker sprachen. Was ist passiert? I'm sorry. As long as it's been, I'd still rather not speak of it. That was a painful day for us all. Kann ich verstehen. It's fine. Perhaps someday I'll be strong enough to recall that tragedy, but today is not that day. Verstehe. Why have you come? Du hast gesagt, ich soll später mal mit dir reden, aber gut, dann werden wir erstmal mit Zora reden. Zora, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Alternative finden. Achso, ich muss jetzt wirklich warten, bis du hier in der Klinik bist. Wow. Dann warten wir mal auf den Doktor. Kommst du bitte auch rein? So, jetzt vielleicht? Hey, Captain. I need your help. And we ought to keep it hush-hush. You know about what happened here, right? The history of Amber Heights? I heard about that back in the day. Something about pirates massacring the town? Right.
Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up, but one of my people found an old data cartridge in a nearby wrapped nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door. Ich habe sogar vielleicht eine Idee, was für eine Tür. Das Tor von Amber Heights? Right. The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates, that means they knew someone there. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain, all that blood is on their hands. Okay, das verstehe ich jetzt schon. Ein x-beliebiger Türcode klingt aber jetzt nicht so nützlich. I know it's a long shot, but if we miss something there, if you can get into that station, maybe we can get some answers. Okay. Relay Station? Ich werde jetzt exotisch. Schauen, ob der Code was öffnet. Sonst noch was? Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, you know, preparing for war. Ich würde diesen Krieg nicht empfehlen. Appreciate it. Here's the code. If it works, bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. If someone was behind the Amber Heights massacre, it'd give a lot of people around here some closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the Taros. Um die mache ich mir gar keine Sorgen. Bin ich ehrlich. Wo wäre das denn? Wo ist denn die Relaisstation? Das ist meine Hauptquest. Das ist jetzt so unwichtig, sag ich mal. Die Relaisstation ist gleich hier vorne. Dann machen wir erstmal nochmal einen Trip nach Fallbrook. Reden hier dann mit Catherine nochmal schnell. Einfach weil wir das können. Nein, weil wir eine Quest natürlich haben. Vielleicht können wir das ja so machen, wenn wir einen gut genugen Ruf haben bei beiden, dass die nicht in den Krieg ziehen. Das wäre schon ziemlich cool. Speaking of my left ear, will you? Right one's damaged. Last we talked, I only got half of what you said. Well, I'm half listening. Ja, logischerweise, wenn du eh nur die Hälfte hören kannst. Sanja meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the Northern Bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Das mache ich. Komm schon. Das soll alles sein, was du weißt? Wir sind doch Freunde, oder nicht? We are friends. But them who push me end up dead. Look, I don't know if this is related, but it ain't escaped my notice that one of my regulars been lingering a little too long at the gambling bar. She's been acting twitchy, even for her. Ask at the bar about a customer who shows up bi-weekly. My staff may know more. Okay, danke. Das ist ja interessant. Please make yourself at home. A VIP such as yourself is always welcome at the Ante-Up. What's your order? Ich will nichts bestellen, aber ich brauche Informationen über einen Stammgast. Nervös? Vielleicht Teil der Konzernleitung? Let me think back. Yeah, I got a regular who's been twitchier than normal lately. Every time she bets, she loses big. Then she pounds a mountain of daiquiris upstairs. You ought to ask Yvonne. She'd know Ms. Twitchy better than me. Danke dir. Dann werden wir mal mit Yvonne reden. Vielleicht kann sie mir ja jetzt mal ein ordentliches Gespräch bieten. You look parched. Have a seat, stranger. So, what's your story? Ich weiß, ich darf darauf nicht antworten. Ich suche jemanden nervös, kippt jede Menge Daiquiris hinter, wenn sie große Summen verliert. Well, that does ring a bell. I remember one lady. She never penned a name in the book. Her friend Huxley placed the collateral for her. Huxley's with the Iconoclasts. Know of her? She's not quite all there. Ja, Huxley ist speziell.
Huxley trinkt hier. Überrascht mich, dass sie die Tür aufmachen kann, wenn sie besoffen ist. Does give her trouble from time to time. Once she got stuck in the bathroom, had to break a window to get out. Anywho, she's probably in Amber Heights with the rest of Graham's iconoclast folks. Okay, wir wissen also jetzt, dass Huxley eine Angewohnheit hat, sich irgendwo einsperren zu lassen. Oh Gott, Huxley, was hast du getan? Ich muss dem jetzt nachgehen, ich muss direkt mit Huxley nochmal sprechen. Das ist gerade viel zu interessant. Between you and me, Preacher, I don't think we can trust Sam. On that point, we're in agreement. I keep catching that bucket of bolts around my room. It says it's cleaning up bottles, but I ain't buying it. You think you could be a board spy? Oh, fuck. You could be onto something. I'll tell you this much. If it tries to sell me another void-forsaken cleaning instrument, I'm kicking it out of the airlock. Hallo, Nioka. Das ist mein Sam. Ich entscheide, ob er rausgeschmissen wird. Huxley. Oh, hello. Good to see you again. Ich suche nach Chastity. Hab gehört, ihr seid Whist-Kumpels. Woher kenne ich den Namen Chastity? Vielleicht ein Tagebucheintrag, das könnte sein. Oh, she's such a gem. She gambles with me whenever I've got time to stop through Fallbrook. Ooh, I bet she's hiding. Does that when she owes people money. I'll leave her be, though, if she doesn't want to be found. Okay, ich bin leider nicht intelligent genug anscheinend. Ich würde sie nicht abzocken oder so. Ich wollte sie nur was fragen. Okay, I guess. She's got a secret base in the middle of nowhere. I'll mark it on your map. Wow, Huxley ist viel zu naiv. Ich wüsste gern, wo dieses Middle of Nowhere ist. Zeig mal. Das ist ja ganz schön nah dran. Machen wir jetzt erst die Quest oder erst die andere? Nee, lasst uns mal erstmal die hier machen. Die Fehlerfrei-Quest. Da haben wir nämlich zwei Sachen. Forschung und Abwurfstelle. Die Abwurfstelle zu sichern wird für Erfahrung sorgen. Mann, die Königin. Das war's schon. Wow, wir werden immer besser. Da ist noch eine Königin. Auch die können wir sehr schnell erledigen. Diese Schwärme sind halt echt nervig zu treffen. Besonders mit diesen riesigen Gewehr. Hello there. A word, if I may be so bold. Ja. Was denn? Well now, here I thought those mantisaurs had peacefully exited the premises. But you're a simpler explanation. Thanks for the assistance. Name's Weston. Every once in a while I set up shop along these here roads. You find yourself in need of resupply, you come on by. Care to purchase a thing or two? Bist du einfach nur ein wandelnder Händler? Hast du denn irgendwas Spezielles für mich? Nö, du hast gar nichts. Da unten sind die Waren. Das hier ist einfach mal vollkommen zerstört worden. Komme ich hier irgendwo sicher runter? Ja, naja, vielleicht nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall... Au, sicherer. Was haben wir denn hier? I'd stake my reputation on this being an ambush. Keep your guard up. Whoever got to them may still be nearby. Ich unterschreibe beide Aussagen. Ich denke auch, dass hier noch jemand in der Nähe ist. Wir wissen ja, dass jemand hier ist. Seltsam gekleidete Plünderin. Das ist nicht seltsam gekleidet. Das sah aus wie eine Wissenschaftlerin. Vielleicht doch Rizzo? Immer noch? Ich meine, dass Rizzo hier drauf ist, wussten wir ja.
Blutspur führt halt weg. Ja, das wussten wir aber schon, dass eine Blutspur hier wegführt. Die führt aber hier in den... in diese Höhle. Zu einem Schmugglertunnel. Und wir wissen, dass da vorne aber auch ein Versteck ist. Ich will mal noch nicht zum Schmugglertunnel. Ich will mal hier zum Versteck. Vielleicht kommen wir dann quasi von hinten rauf und überraschen alle. Was höre ich hier? Ach, Mantisaurier. Jo, ist ziemlich einfach, die zu erledigen mittlerweile. Was liegt da? Ach, ist eine Mine. Hier oben sind weitere Mantis, ne? Jo, eine Mega-Königin. Na gut, mit der muss ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Momentan noch nicht. ODL-Labor. Die werden gehalten hier. Ich meine, wir haben sie nicht umgebracht da oben. Wir wissen nur, dass sie da sind. Krasses Labor. Nur schade, dass es von Plünderern überrannt wurde. Aber die Plünderer sind ein Witz. Sind halt echt ein Witz. Dann lasst uns mal hier umgucken. Erstmal den Raum hier. Da sind wir reingekommen, also fangen wir auch hier an. Und ich sehe da hinten neben ganz vielen Bitmodulen und Dietrichen, dass wir auch einen PC dort haben, an den ich nicht rankomme. Noch nicht. Wahrscheinlich werde ich da später noch rankommen. Okay, was haben wir hier oben? Hier oben sehe ich momentan noch niemanden. Die haben halt die Wissenschaftler einfach umgebracht. Aber warum? Da hätte man doch Informationen rausbekommen können. Da hinten ist auch ein Tor. Monarch hat noch einige mysteriöse Aspekte, die wir echt noch erkunden müssen. Und darüber freue ich mich total. Weil ja, so sehr ich auch langsam Abwechslung möchte, was die Planeten angeht. Ah, cool. Das ist für das Terminal unten. So sehr freue ich mich trotzdem, dass wir hier noch ein bisschen was zu tun haben. Lass mal kurz erstmal nach unten gehen. Waffenterminal stand da nämlich. Wahrscheinlich, um an diese Waffe zu kommen. Dieses Terminal ist nur für den Gebrauch der ODL-Personal mit Zugangsberechtigung S564 zugelassen. Sollte diese Nachricht jemand lesen, der nicht über die Zugangsberechtigung S564 verfügt, so möge sich diese Person für die sofortige Entlassung sowie weitere Disziplinarmaßnahmen bei ihrem Vorgesetzten melden. Ich habe leider keinen Vorgesetzten, tut mir leid. Disziplinarmaßnahmen umfassen sind aber nicht beschränkt auf Geldstrafen ab 100.000 Bits, Aufenthalt in einer ODL-genehmigten Haftanstalt für bis zu 349 Monate. Warte mal, das muss ich jetzt mal rechnen. Wie viele Jahre wären das? Das interessiert mich jetzt so. Was war das? 349. Es wären 29,08 Jahre. Krass. Und ein persönlicher Brief des Vorstandsvorsitzenden Rockwell, in dem er seine große Enttäuschung ausdrückt. Oh nein, nicht ein Brief. Brief stammt nicht tatsächlich vom Vorstandsvorsitzenden Rockwell, allerdings kommt er seinem Ton und Vokabular mit einer Übereinstimmung von 99,8% sehr nah, also solltest du dich trotzdem gebührend schämen. Glibbergewehr, Forschungsdaten. Erste Ergebnisse sind vielversprechend. Es ist uns gelungen, die Oberflächenspannung des Glibbers zu vergrößern, um eine kontrollierte und berechenbare Verteilung der Substanz zu ermöglichen. Das Management verlangt aber immer noch einen besseren Namen. Hinweis, ich habe Paul gesagt, das Projekt Kleberklatsche zu nennen, aber er weigert sich, einen anderen Namen dafür zu benutzen. Es ergibt ja nicht mal Sinn. Die Glibberpartikel sind extrem reibungsarm. Powell und Chastity haben begonnen, Interesse an dem Projekt zu zeigen. Das wäre eigentlich etwas Gutes, aber bisher bestehen ihre Feldtests daraus, verschiedene schwer erreichbare Oberflächen mit Glibber einzudecken und anschließend kostspielige Geräte draufzuwerfen. Ich werde mit ihnen sprechen müssen. Jemand hat meine Unterhosenschublade mit Glibber gefüllt. Ich hege da einen Verdacht.
Gestern hat Chastity das Glyver-Gewehr zu unserer betriebsinternen Paintball-Runde mitgebracht. Sie sagt, es wäre ein Fehler gewesen, aber das ist nun schon das dritte Mal, dass sie denselben Fehler gemacht hat. Außerdem hat sie geschafft, das Zeug auf die Türkonsole zu schmieren. Seitdem spinnt das Ding nur noch. Weißt du, wie schwer es ist, Glyver zu entfernen? Chastity weiß es jedenfalls nicht. Denn immer wenn ich Latex und Lösungsmittel hervorkrame, erinnert sie sich, dass sie ganz dringend arbeiten muss. Von nun an werde ich die Waffe einfach wegsperren. Tja, und jetzt bin ich hier und werde sie gleich öffnen. Frage 1. Du bist... Ja, das interessiert mich nicht. Ich hack das einfach. Hat nicht funktioniert? Doch, warte, was? Hacken. Ah, das zweite geht nicht. Ich muss das... Oh Gott. Du bist bei einer Konferenz in der HHC-Zentrale in Byzantium zugegen, als gewaltige Dissidenten das Gebäude angriffen. Den Vorstand beschützen. Du befindest dich in einem unserer zahlreichen ODL-Einkaufszentren für den persönlichen Sicherheitsbedarf und genießt dort unsere reichhaltige Auswahl an Mitarbeiterbefriedungsausrüstung, als sich plötzlich ein Fremder anspricht. Er macht einen beiläufigen Kommentar, der als indirekter Angriff auf den Vorstandsvorsitzenden Rockwell interpretiert werden könnte. Was tust du? Die Ehre verteidigen? Jo. Du und deine Partnerin genießen eine gesunde und liebevolle Beziehung, doch eines Tages findest du heraus, dass er oder sie euren Kindern nicht genehmigte Geschichten vorgelesen hat. Was tust du? Festnehmen und deine Kinder für Umerziehungsmaßnahmen anmelden, höchstwahrscheinlich. Ist nicht euer Ernst. Die Verwendung des Massenkontrollprototyps GL-009 wurde autorisiert. Erinnerung, beim Innengebrauch dieser Waffe werden jegliche Reinigungsgebühren von diesem Gehalt abgezogen. Oh Gott. Ein Glibbergewehr. Das ist das Glibbergewehr. Es sieht ein bisschen komisch aus. Hat ein bisschen was von einem Raptidon hier vorne. Das Glibbergewehr ist entworfen worden, um Arbeiter und sonstige Unzufriedene in Schach zu halten. Es stößt sogenannten Glibber aus, der sich über ein großes Gebiet verteilt. Dabei werden die Getroffenen sowohl geschockt als auch geschwächt. Weniger erwartbar war, dass sie auch kurzzeitig in der Luft schweben. Eine höhere Wissenschaftsfertigkeit erhöht die Schwächungsdauer. Schaden 75, Schaden pro Minute 3392, Schaden pro Sekunde 62. Ist in Ordnung? Nicht gut vom Schaden, aber das gilt irgendwie für alle Wissenschaftswaffen. Die Effekte sind halt sehr interessant. Deswegen werde ich die mal irgendwann demnächst mal ausprobieren wollen, wenn es sich anbietet. Jetzt schauen wir uns hier erstmal weiter um. Da ist noch ein Terminal, was wir uns angucken können. Dieses Terminal ist nur für den Gebrauch, bla 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 bla. Forschungsdaten. Das Ziel von Projekt Lorem Ipsum ist die Entwicklung eines wirkungsstarken, größtenteils nicht letalen Gases zum Einsatz gegen randalierende, aufgebrachte oder zu große Menschenmengen im Allgemeinen. Okay. Monarchs reichhaltige Schwefelablagerungen machen den Planeten zu einem idealen Standort für Test- und Experimentierzwecke. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, doch weitere Forschungsarbeiten sind notwendig. ODL streitet jegliches Wissen über und Verantwortung für Lorem Ipsum ab. Alle Daten dieses Berichts gelten als geschützte Informationen im Besitz von ODL. Möchte ich mal haben, danke. Nachrichten von Sanders N. Guten Tag, ich schreibe, um darüber zu informieren, dass das Labor vollständig eingerichtet ist. Wir haben eine geeignete Schwefelablagerung gefunden, um mit der Bohrung zu beginnen, aber es riecht echt grässlich hier. Die einzige Bewohnerin, mit der wir bisher Kontakt aufnehmen konnten, ist die Supply-Chefin in Fallbrook. Sie stellt keine Fragen, aber ich bin mir sicher, dass sie Wucherpreise anbietet. Und wir sind den Geschmack von abgelaufenen Cysti-Bits ziemlich leid. R. Waldes. Sanders, es soll grässlich riechen, es ist Schwefel. Und es ist mir egal, was Sublight von euch verlangt, solange es bedeutet, dass eure Anwesenheit dort ansonsten unbemerkt bleibt. Wenn das hier rauskommt, verbringen wir den Rest unseres Lebens in Umerziehungsmaßnahmen der Konzernleitung. Ich möchte erst wieder von dir hören, wenn du eine brauchbare Formel entwickelt hast. Sobald das geschehen ist, kannst du meinetwegen gemeinsam mit den anderen Laborratten nach Byzantium reisen und dich fürstlich bedienen lassen. Und überleg dir einen besseren Namen für das Projekt, etwas Eindrucksvolles und Aufsehenerregendes, das den Rest des Managements ernst nehmen kann. Vielleicht Waterloo oder Dangerburn. Ich bin es leid, von meinem Boss gefragt zu werden, warum ich Teile meiner Berichte nicht sachgemäß ausfülle. Alternativer Projekttitel? Hacken? Wenn Waldes einen besseren Titel will, soll sie mit diesen hier probieren.
Sollten Sie jemals diese List entdecken, wird sie außer sich sein. Und ich werde nicht meinen Hals für dich hinhalten. Sorge dafür, dass niemand diese zu Gesicht bekommt. Donnerköter, Eierblast, Stinkparade, fick dich, Waldes, ich will mehr Geld. Ich will mehr Geld, ist ein geiler Titel. Ich will trotzdem noch da unten den Überlebenden finden. Was sagt unsere Zeit? Unsere Zeit sagt, dass wir das noch machen können. Das ist schön. Ich denke, diese Wissenschaftswaffe könnte gegen Robotereinheiten sehr praktisch sein, wenn die Elektroschaden macht. Das bietet sich halt an, ne? Fallen überfallen. Das wird lustig. Sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen. Eine, die auch trifft. Ich weiß, dass es hier Spreads gibt. Das höre ich. Was? Okay. Gegner getötet. Das ist ja schön. Schon wieder Gegner getötet. Tod auf leisen Sohlen. 50 Gegner im hinterhaltigen Angriff getötet. Ah ja. Holy shit, das waren viele auf einmal. Hallihallo. Wie heißt du? Arthur. Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? Ich hab sie alle erschossen. Ich habe halt Skills. Just remember, I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? Lass mich mal deine Wunden ansehen. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last spratwurst an hour ago. Was sollen denn die Fallen? Cave like this makes a handy place to store goods or hide out for a spell. And the traps usually keep gawkers out. Ja, mich nicht, ne? Catherine hat mir erzählt, dass einige ihrer Kuriere hier verschollen seien. Nice to know she cares. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. Du glaubst also, der Kunde ist tot. The Marauders knew we were coming. Rigged the bridge with explosives and everything. If they found us, my guess is they found the client too. Macht Sinn. Die Plünderer in der Anlage gleich westlich von hier? Sounds right. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook, just as soon as I've caught my breath. Das ist gut. Ich werde mich trotzdem hier nochmal umgucken, was du hier so gelagert hast. Das scheint ja hier alles kein Diebstahl zu sein. Eine Inferno-Sense brauche ich jetzt nicht. Warum hüpfe ich hier? Gott. Gut, na dann haben wir das hier auch erledigt. Arthur gehört zu Sublight. Deswegen haben wir dann unseren Ruf bei Sublight auch verbessert. Wenn das hier aber jetzt der Weg war. Hier sind nur ein paar Spreads. Die mache ich mir ja so gar keine Sorgen. Dann können wir jetzt einmal zurück nach Fallbrook mit Catherine reden. Und dann direkt zurück zu Sanja. Weil ich denke, Catherine will schon wissen, was mit ihrer Crew passiert ist. Und da das ein Obsidian-Spiel ist und wie wir es bereits auch bei Huxley und so gesehen haben, sind nicht alle Quests oder Questbelohnungen markiert. Ich habe einen deiner Sublight-Läufer in einer Höhle versteckt gefunden. I'll presume you mean Arthur, the one you sent scurrying back like a sprat with his tail cut off. Jo. Reckon I'm happy he's alive. I'd be happier if the marauders who botched my drop were dead. Das habe ich eigentlich auch gemacht. Ich habe die doch erledigt. Habe ich sie nicht erledigt? ODL-Labor. Westlich von hier. Könnte sein, dass das hier ist, ne? Ja gut, da gehen wir aber noch hin. Ich dachte, die meinten die, die da in dem Labor sind. Wenn ich höre, du sagst, Survival of the Fittest, one more time, I'm gonna lose it. Survival is about persistence and luck. So weapon proficiency and adaptive skill play no part whatsoever, in your mind. If it does, it ain't enough.
I've gone and outlived the best hunters I ever knew. It is neither luck nor random chance. At times, destiny may not seem fair, but there is a reason for life events, even if that reason is not immediately obvious. Please. Nature's only got one reason for death. To feed the one still standing. Sanja! You should know, you're getting excellent reviews from across the company. What can I do for you? Ich hab ein Datenmodul. Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I finally completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the Reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? Jo, natürlich. Aber welche Reformation? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous documentation. Sounds orderly. That's a good start. Indeed. Everything starts with good documentation. The workings of the universe take time to prevail. But sometimes you can reach the intended destination faster if you apply a little force. Never fear. I plan on wording our forms very strongly. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. Yeah. Hier bitte. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. No more broadcasts, okay. Es fühlte sich gerade von den Dialogoptionen so an, als ob das nicht die beste Option war. Bin mir gerade sehr unsicher. Der schwerste Körperpanzer der Konzerne wird nur an Elite-Kommandoeinheiten der Konzerne verteilt. Rüstungswerk kinetisch 5, Adreno-Stimulator und ein Scanner, Markierungsreichweite für interaktive Objekte. Okay, nette Rüstung brauche ich aber nicht. Ja, das war's dann für heute. Das ist die Zeit, die wir haben. Und die ist jetzt leider vorbei. In der nächsten Folge werden wir uns um Grahams Quests kümmern, beziehungsweise Zoras Quest in dem Falle. Und dann werden wir hoffentlich endlich zur Hauptquest kommen. Monarch hat doch noch ein bisschen was versteckt, was ich nicht erwartet habe. Mir hat es aber gefallen und ich hoffe, dass es euch natürlich auch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos.